Auf Burg Eulenstein hauste seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst. Erst des Nachts, wenn im Städtchen Eulenberg die Rathausuhr Mitternacht schlug, erwachte das kleine Gespenst. Hallo. Gesehen. Ist nicht so schlimm, Karlchen. Du hast halt sehr viel Fantasie. Jedenfalls gibt es keine Gespenster. Was wissen schon die Erwachsenen? Na klar gibt's Gespenster. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Einmal die Welt bei Tag zu erleben, das wäre mein größter Wunsch. Zunächst einmal halten wir das Uhrwerk an. Danach wird die Uhr wieder ans Laufen gebracht. Aber dann geht sie doch 12 Stunden nach. Wie sieht es denn hier aus? Träumig oder? Nein, es ist Tag. Es ist heller Tag. Das Gespenst. Aua. Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich denn schwarz geworden? Bestimmt war das das Sonnenlicht. Sicher, dass das Ding da runter ist? Das ist kein Ding, das ist das Gespenst. Da! Da! Onkel Dada! Ich bin nicht Onkel Dada! Seit einer Woche taucht dieser sogenannte schwarze Unbekannte auf. Bitte, verrat mich nicht. Er muss auf jeden Fall vor meinem großen Auftritt verhaftet werden. Der schwarze Unbekannte. Ja, schau nicht so. Ich bin's nicht. Es ist gleich Geisterstunde. Da will uns wohl jemand auf den Arm nehmen. Hm? Auf den Arm nehmen? Darf ich das mal ausprobieren? Ups. Das kleine Gespenst. Und immer dran denken. Es gibt keine Gespenster. Herbst 2013 im Kino. Hey!